niemand von uns hatte eine Wahl, ob man überhaupt auf dieser Erde sein möchte oder ein Leben haben möchte. Am Ende ist es so, dass eigentlich jeder einfach geboren wird und man dann so sein Leben bestreiten soll. Als kleines Kind noch sehr, sehr naiv denkend, so okay, ich erforsche mal die ganze Welt, wonach schmeckt denn mein Lego-Würfel? Als Schüler eines Tages dann so, okay, verdammt, von mir werden Pflichten und Leistungen erwartet. Und gerade bei der heutigen Jugend sogar erstaunlich viel Leistung. Aber eine Sache, auf die man gar nicht vorbereitet wird, ist das, oder nicht, oder werden kann, besser gesagt sogar, ist, dass man eigentlich auch sehr viel Leid ertragen muss. So. Ja, ihr merkt schon, der Podcast geht ein bisschen krasser los. Ich bin heute in einer sehr melancholischen Stimmung. Es ist schwierig. Ich finde, man sieht es oft in Disney-Filmen, was Trauer ist. Man sieht es in anderen Geschichten. Aber als Kind bekommt man das gar nicht so mit. Und als Kind, glaube ich, hat man auch diese richtige Trauer noch nicht. Also zumindest sollte man sie nicht haben. Es gibt sicher Familien, da ist Trauer gang und gäbe. Also ich habe Menschen kennengelernt, die haben ihre Mutter täglich weinen gesehen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schlimme Vorstellung. Also ich weiß, dass ein paar Zuhörer auch sagen, ja gut, bei mir ist das so. Also ich habe meine Mutter sehr oft weinen sehen. Meine Eltern waren für mich immer ein sehr, sehr starker Ankerpunkt. Ich habe die weder streiten, noch weinen, noch schimpfen, noch fluchen, hören, gesehen, alles. Nein, die waren immer für mich da. Das ist eine Sache, die weiß ich sehr zu schätzen. Früher gar nicht. Früher war ich dumm. Ich dachte immer, meine Eltern wären sogar ziemlich gemein. Aber sind sie nicht. Jedes Mal, wenn es dann soweit ist und ich merke, okay, jetzt wird von mir sehr viel abverlangt und ich meine es gar nicht schulisch oder in der Arbeit, sondern wirklich Gefühle, die verarbeitet werden müssen, dann hilft es immer sehr, wenn man sich vorstellt, dass es eigentlich was ganz Normales ist. Dass das Problem, was du gerade hast, sei es, dass du einen besten Freund verloren hast oder Liebeskummer, der Klassiker, oder alles andere, es ist etwas, was wir alle durchleben müssen. Und was auch gerade währenddessen du das durchlebst, Millionen und andere Menschen auf diesem Planeten genauso durchleben. Also kann man sich quasi vorstellen, es ist wie, als gäbe es irgendwo einen ganz großen Raum. Sei es im Internet oder irgendwie einen virtuellen Raum. Groß und leer. Und da sind ganz viele Menschen. Und alle fühlen sich genau gerade so, wie du dich fühlst. Also bist du nicht allein mit den Gefühlen. Das ist was ganz Normales. Und dadurch, dass du dir das Leben gar nicht ausgesucht hast, finde ich, ist es einfach eine Sache, wo man durch muss, eine Erfahrung an sich. Weil letztendlich, ganz, stell dir vor, dein Leben endet eines Tages, du bist hoffentlich sehr, sehr alt, hockst auf irgendeiner Parkbank oder irgendwo in den Bergen auf einer Bank, schaust so auf das Tal hinunter und denkst dir so, ja, ist doch jetzt auch egal. Also das Probleme erscheinen eigentlich immer nur in einem jetzigen Moment als extrem. Und genau das hat auch einen großen Nachteil. Denn immer wenn mir Leute erzählen, so, wenn mir Leute Rat von mir wollen und sagen, hey, ich habe hier großen Liebeskummer, was soll ich tun? Dann ist es als Außenstehender schwer, sich da reinzufühlen oder diese Dramatik hinter den ganzen Sachen zu erkennen. Weil es ist halt eigentlich nur Liebe für den Außenstehenden. Man denkt sich so, mein Gott, dann lieb halt jemand anders oder such dann andere Menschen oder entlieb dich wieder und guck, dass du bis nächstes Jahr um die Zeit ist auch wieder egal. Also es ist so, man kann da eigentlich kaum Mitleid erwarten von irgendwelchen Leuten. Weil, ja, als Außenstehender ist es egal. Und wenn du alt bist und nicht mehr viele Tage zu leben hast, wäre es dir auch egal. Und noch wichtiger ist fast sogar, dass vom Universum das Ganze betrachtet, ein einzelnes Menschenleben auch so unbedeutend ist, dass du letztendlich gar nicht erwarten darfst, dass deine Probleme zu ernst genommen werden und dass sich damit viele Menschen auseinandersetzen, weil die Geschichte wiederholt sich ständig. Gäbe es einen Gott, der auf die Erde schauen könnte und auf uns aufpasst, der würde sich zur Tode langweilen, weil alle Menschen ständig die gleichen Probleme haben. Es ist immer wieder dasselbe. Was gibt es da? Wir haben schlechte Eltern. Wir haben Mobbing. In der Schule zum Beispiel oder auch am Arbeitsplatz, ist eigentlich egal.
Wir haben fiese Jobs. Wir haben gefährliche Jobs. Oder welche, die einfach nicht sicher sind im Sinne von finanziell. Du könntest bald gefeuert werden. Viele, viele Menschen auf der Welt machen sich Sorgen, bald arbeitslos zu sein und kein Geld mehr zu haben. Aufgeschmissen zu sein. Zu versagen. Ihre Eltern nicht stolz zu machen. Und was Liebe angeht, da ist genau das Gleiche. Entweder man liebt jemanden, der einen nicht liebt. Problem Nummer 1. Oder der Mensch liebt einen, ist aber leider schon vergeben und man weiß nicht, was man tun soll. Problem Nummer 2. Und Affären sind generell etwas, was ist ständig passiert, überall. Ich weiß nicht, als ich jung war, dachte ich, das wäre etwas Einzigartiges, so eine Affäre, weil meine Eltern waren so treu. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da jemals was passiert ist. Also, das waren schon echt gute Eltern, die mir da geschenkt wurden. Ich glaube, und ich habe schon oft in den Kommentaren auch gelesen, so, Ceo, wie schaffst du es eigentlich, ständig so glücklich zu sein? Und ich glaube, da vermittle ich manchmal mit meinen Videos ein falsches Bild. Also ich bin auf keinen Fall irgendein Hampelmann, der ständig glücklich ist und sein Leben in vollen Zügen genießt. So, ja, der Mann hat so viele Abonnenten, der kann ja nur glücklich sein. Oder hat sogar noch nebenbei einen Job und viele Freunde, muss doch alles easy sein. Das Ding ist aber, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wie viel Geld du hast, wie viele Freunde oder wie viel Liebe dir erfährt. Der Mensch bleibt Mensch und schafft es aus allen Situationen, Trauer zu gewinnen. Aber auch andersrum. Der Mensch kann auch in traurigen Situationen oder wenn alles im Arsch ist, plötzlich unglaublich stark werden und als Krieger weitermachen. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal so richtig übel auf die Fresse geflogen bin bei einer Beziehung. Gott, da war das grausam. Das wäre eigentlich fast meine Story, die ich erzählen müsste, aber irgendwie kann ich es nicht, weil ich dem Menschen zuliebe sage, so hey, ist ja voll übel, wenn ich da im Internet über einen Menschen rede und ihn als Monster darstelle, weil es gibt ja immer zwei Seiten einer Münze. So, man kann nicht sagen, da gab es einen Menschen, der hat mir unglaublich wehgetan, weil er ein böser Mensch war. Nein, wenn Gefühle im Spiel sind oder gerade beim Thema Liebe, ist es ja so, da werden Gefühle verletzt, ohne dass da etwas was Böses ist, also was Bösartiges dahinter sein muss. Oft ist es ja einfach nur ein blöder Zusammenhang. So, man kann jetzt nichts anderes, als die Gefühle eines Menschen zu verletzen. Aber als es zum allerersten Mal so richtig hart passiert ist, da, klar, habe ich erstmal geweint, natürlich, sehr lange sogar, und ich weiß noch, ich war die nächsten Tage auch wie so ein halber Zombie, also ich habe eigentlich nur noch Serien geschaut, um mich abzulenken, und Süßigkeiten gegessen sogar, was eigentlich sehr untypisch für mich ist, mache ich eigentlich in der Regel gar nicht, um Trauer. Ich glaube, es ging auch gar nicht darum, ich habe einfach was gegessen, weil ich was essen wollte, es ging gar nicht darum, Süßigkeiten zu essen, um Trauer zu besiegen, das war was anderes. Aber die Serien auf alle Fälle, die Serien galten als Ablenkung. Damals How I Met Your Mother noch zum zweiten Mal komplett durchgeschaut. Mittlerweile habe ich die Serie, glaube ich, schon 3-4 Mal durch. Das ist eigentlich eine sehr gute Serie nebenbei. Aber das Ganze ging wirklich nur, ich glaube, 6-7 Tage oder so. Also wirklich eine Woche, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ach, ich weiß es nicht mehr sicher, es ist schon so lange her, 2012 war das. Schon sehr lange her. Und dann war es wie so ein Schalter, der im Hirn umspringt, so, es reicht, genug geweint, kein Bock mehr darauf. Du lebst jetzt gefälligst. Das Schwierige war allerdings, dass halt mein ganzer Freundeskreis nach einer längeren Beziehung baut der sich natürlich komplett um deine Beziehung auf. Das heißt, jeden Menschen, den du kennst, kennt deine Ex. Jeder Mensch, also alles, selbst wo die wohnen, ist dort, wo du auch mit ihr schon mal warst. Das heißt, du kannst gar nicht irgendwo hingehen, ohne dass du daran erinnert wirst. Und es ist so super strange, weil du hängst so einem Zwischenstadium, weil du zum einen liebst du ja immer noch, das heißt, du möchtest eigentlich nur, dass dieser Mensch glücklich ist. Also das ist so ein Ding, wenn ihr das mal feststellt, dass ihr eigentlich gar nicht mehr wollt, dass ihr glücklich seid, sondern eine andere Person, dann würde ich sagen, ist es eigentlich die höchste Form, was man so haben kann. Also ich habe auch schon oft die Frage bekommen, was ist Liebe eigentlich genau? Und ich finde immer so, dass das eigentlich so eine sehr, sehr spezielle Form, wenn du einfach dich selbst nicht mehr so ernst nimmst wie eine andere Person. Also zum Beispiel, wenn eine Mutter ihr Kind liebt, mehr als sich selbst, dann ist das Liebe. Genau. So, und deswegen, man hängt dann so in so eine Zwischenform, denn wenn du dann
deine Ex treffen solltest und siehst, dass es ihr gut geht, weil sie jetzt einen anderen hat, zum Beispiel, dann steht man auf der Straße, guckt sich das an und währenddessen in einem drinnen so, keine Ahnung, 1000 Leben sterben, ist es für einen aber irgendwie dann gleichzeitig auch was Tolles. Man weiß, es war schon richtig so. Man hatte einfach nicht die Fähigkeit, einen Menschen glücklich zu machen, und dann ist es auch gut so, denn warum sollte man sich das Ganze aufzwingen, nur weil man mal beschlossen hat, okay, wir sind jetzt ein Pärchen. Also das Ende ist an sich okay. Aber gleichzeitig kommt in einem auch dieses abwertende Gefühl hoch, so, man war nicht gut genug, man hat versagt auf irgendeine Weise. Aber hat man das wirklich? War das wirklich ein Versagen? Weil eigentlich gibt es ja diese Theorie, auf jeden Topf gehört ein Deckel. Ja, aber das sind halt so 1000 Gedanken, die einen dann so durch den Kopf schwirren. Man steht dann so da, schaut sich das an und ist nur so fast ferngesteuert. Ja, schon krass. Und das sind so Dinge, die auf die wird man nicht vorbereitet. Das ist etwas, das musst du ganz alleine, ganz, ganz, ganz alleine feststellen, verarbeiten und lernen. Aber was ist jetzt mit den Menschen, die es ja nicht können? Die brauchen halt dann professionelle Hilfe. Weil ich glaube, das Thema, also wenn es gerade ums Gefühle geht, also es muss gar nicht jetzt wirklich bis Beziehungsthema sein, kann auch Eltern sein oder Freunde, alles, was dir wichtig ist im Leben. Selbst der Beruf kann das sein, so. Da Ratschläge zu geben oder wirklich ein guter Mensch zu sein und jemandem zu helfen, das ist gar nicht einfach. Eben wegen meinem Beispiel von vorhin, dass als dritte Person alles einfacher scheint. Beispiel, jemand ist Künstler und liebt seine Kunst und hat die Fähigkeit jetzt, davon leben zu können, hat aber unglaublich viel Angst, diesen Schritt zu wagen. Was würdest du ihm raten? Du würdest sagen, einfach, mach. Es kann nicht mehr als schief gehen, und wenn du es nicht tust, wirst du es immer bereuen. Deswegen mach, weil, ja, du wirst immer da hocken und sagen, also angenommen, die Chance gibt's bald nicht mehr, so, das Fenster geht wieder zu in 2 Tagen. Dann wirst du dich zu Tode ärgern und immer dich fragen, so, warum habe ich nicht einfach von Anfang an meine Chance genutzt? Du musst das jetzt tun, hilft gar nichts anderes. Also für einen selbst als dritte Person ist es total easy, aber in diesem Kopf denkst du dir, es ist eine Entscheidung, die alles verändert. Und wenn ich die jetzt falsch treffe, kann mein Leben schlagartig ziemlich scheiße werden. Und das wieder gut zu bekommen, kann nicht nur lange dauern, sondern einen Schaden in mir zurücklassen, der mir alle Freude an meiner Kunst nimmt und letztendlich auch in Zukunft Angst davor haben lässt, nochmal so einen Schritt zu fällen. Das ist auch wieder, um das Ganze auf das Beziehungsthema zurückzuziehen. Meistens ist es so, dass wenn man einmal ordentlich Schaden genommen hat in einer Beziehung oder was das Thema Liebe generell angeht, dann wird man da ja auch um einiges vorsichtiger. Weil man nie wieder das haben möchte. Weil der Mensch eigentlich nur auf 2 verschiedenen Funktionen hinaus möchte. Nämlich Funktion Nummer 1, Schmerz vermeiden. Funktion Nummer 2, Glück gewinnen. Das möchtest du. Du willst so glücklich wie möglich werden, mit so wenig Schmerz wie möglich. Problem ist aber halt eben, dass oft dieses Problem, also dass dieser erste Kodex, so mit Schmerz vermeiden, dass der oft uns lähmt und langsam werden lässt, weil wir uns nichts mehr trauen, weil wir kein Risiko mehr eingehen möchten, weil wir einfach nur keinen Schmerz möchten. Leider braucht man aber oft ein Risiko, oder manchmal muss man sogar Schmerz erdulden, um Glück zu gewinnen. Das muss jetzt gar nichts so Dramatisches sein wie in der Liebe oder so, sondern es kann nur sein, zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich müsste eigentlich trainieren, also ich müsste eigentlich schon Sport machen, weil ich merke, dass mein Rücken immer mehr wehtut und dann muss Muskulatur aufgebaut werden. So. Trotzdem hast du irgendwie keinen Bock, Sport zu machen. Warum? Weil Sport für dich anstrengend ist und einfach Zeit kostet und
Schmerz für dich an sich ist, also in Anführungszeichen Schmerz. Kein seelischer oder körperlicher Schmerz, sondern einfach nur, es ist unangenehm, du willst das nicht tun, aber es würde dich glücklich machen. Und deswegen fällt es auch vielen Menschen schwer, abzunehmen, dünner zu werden, obwohl sie sich dann selbst schöner finden würden und gesünder leben könnten, nicht mehr bei jeder Treppenstufe das Schnaufen anfangen müssten. Aber abnehmen ist ein Schmerz, weil man muss sich zusammenreißen, man muss auf Dinge verzichten, Dinge, die einen sonst immer glücklich gemacht haben, muss man als Nein dazu sagen und man muss halt wirklich kämpfen, Schmerz zulassen. Und das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Und zu guter Letzt gibt es dann immer noch die wohl schwierigste Sache auf der Welt und das ist das Betäuben, also Drogen zum Beispiel, Alkohol. Aber auch Süßigkeiten oder eben, keine Ahnung, Leute, die sagen, sie lassen sich jetzt auf One-Night-Stands ein. Hauptsache, sie sind ganz kurz mal wieder nicht allein und glücklich. Weil das ist eine Methode, um Schmerz wegzubringen, was sehr sinnlos ist, weil er kommt dir immer wieder zurück. Das heißt, entweder nimmst du immer Drogen, bist immer betrunken oder noch Schlimmeres, oder frisst dich nur noch mit Süßigkeiten voll oder hast halt eben nur noch One-Night-Stands ständig. Das funktioniert nicht auf Dauer. Das holt dich dann eines Tages immer wieder ein. Und da kommt dann eben dann irgendwann der Punkt, wo man dann drüber nachdenkt, bin vielleicht ich das Problem? Erwarte ich einfach zu viel von dieser Welt? Warum glauben wir eigentlich alle, dass es sich gehört? Oder dass wir alle das Recht darauf haben, eines Tages einen Menschen zu finden, der zu uns passt, dass wir nicht mehr alleine sind? Warum glauben wir eigentlich überhaupt, dass wir einen anderen Menschen brauchen, um glücklich zu sein? Wer sagt das eigentlich? Also haben das wirklich wir selbst beschlossen oder wurde es uns in unseren Köpfen reingetrichtert, so, du bist alleine nicht glücklich? Einsam will keiner sterben. Wer hat uns das beigebracht? Oder du musst einen tollen Job haben, du musst viel Geld verdienen, du brauchst unbedingt Abitur, du musst ein Studium abschließen, sonst bist du nichts wert, nicht glücklich. Wer hat uns diesen Scheiß eigentlich in den Kopf reingesetzt? Weil es wäre so viel schöner, wenn wir einfach unsere Entscheidungen und Wünsche selber wählen würden. Und ich habe sogar von einem Therapeuten mal gehört, so dass der Mensch generell glaubt, er habe das Recht darauf, glücklich zu sein. Was jetzt komisch klingt, viele sagen immer so, klar hat er das Recht dazu. Ich meine jetzt gar nicht, dass es Menschen gibt, die hätten es verdient, traurig zu sein. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will hinaus, dass glücklich sein nichts Normales ist, sondern ein Privileg, etwas sehr Schönes, was Besonderes, wo du stolz und glücklich sein kannst, glücklich zu sein, letztendlich. Also das ist etwas total Tolles und oft musst du dafür auch wirklich kämpfen. Und mit Kämpfen meine ich jetzt gar nicht irgendwie wiederum um eine Person kämpfen, um einen Beruf kämpfen und so weiter, sondern ich meine es wirklich in deinem eigenen Kopf. Weil am Ende sind ja alle Probleme nur in unserem Schädel drinnen, die wir halt einfach irgendwie bekämpfen müssen, so. Weil vieles, was wir uns da einbilden, wo wir Wert drauf legen und so, kommt eigentlich immer nur daher, dass wir halt einfach so oft drüber nachdenken und uns das so sehr wünschen. Und genauso entstehen auch eben Probleme, die gar nicht da sind in unseren Köpfen. Ja, aber auf das Ganze wird man nicht vorbereitet. Das ist schon echt erstaunlich. Manchmal frage ich mich auch, was macht eigentlich einen guten Menschen aus? Oder warum halte ich mich selbst eigentlich für einen guten Menschen? Was macht mich denn zu einem guten Menschen? Ja, ich weiß nicht, ich bin heute in einer sehr komischen Stimmung. Ich hätte, glaube ich, den Podcast vornherein beginnen müssen mit Leute, heute wird's deep. Ist zurzeit echt alles ein bisschen drunter und drüber bei mir. Aber ich hoffe, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass es letztendlich aber immer gut tut, zu hören, dass es Menschen gibt, die eben auch ihre Probleme haben. Ich persönlich bin eh kein Fan davon, wenn man im Internet oder wenn Freunde oder wenn Leute einem immer so vorleben, das heißt sogar wirklich so kleine Promis, so C-Promis, wie es hier auf YouTube eben gang und gäbe ist, wenn die mal tun, dass alles so super dupi und toll ist, weil ist es doch nicht.
Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Apecrime anschaue oder so, als ob bei denen alles super lustig und toll ist, ist es doch nicht. Also die haben doch auch ihren Scheiß, oder nicht? Gibt's doch da auch ständig irgendeinen Streit oder irgendeinen Mist über das ganze Jahr. Also es ist so, dieses Friede, Freude, Eierkuchen kann man sich einfach nicht vorstellen. Das funktioniert so nicht. Gerade wenn da Erfolg noch reinkommt, beruflich, dann ist doch meistens so, dass alles ein bisschen schwieriger wird. Und am Ende kannst du ja auch, egal wie erfolgreich du bist oder wie stark du bist oder wie ausgeglichen, ruhig und vernünftig du bist oder sogar clever, wenn es um Liebeskummer geht zum Beispiel oder wenn es um elterliche Probleme geht, da kannst du gar nicht mithalten, davon wirst du erschlagen oder da musst du mal Schwäche zulassen. Ist auch so ein Ding, ich glaube, das ist aber auch nur so ein Problem, was viele Männer haben, dass dieses Ding mit dem man darf nicht weinen oder dass Weinen generell nichts Gutes ist, dass das eigentlich ein ganz schönes Problem ist. Weil ich glaube, ich weiß noch, früher habe ich gerne mal geweint, sehr schnell sogar. Also mit früher meine ich wirklich, als ich noch unter 10 Jahre alt war, so im einstelligen Bereich, habe ich gerne mal geweint, einfach so. Manchmal wusste ich gar nicht, warum. Das hat immer gut getan, danach ging es mir um einiges besser. Und manchmal ist als Jugendlicher klar, wenn es richtig hart wurde, man ist ja noch so verletzlich in dem Alter, weil halt eben alles das erste Mal ist, so. Das erste Mal einen Korb bekommen, das erste Mal versagen, seine Eltern nicht stolz machen oder das erste Mal einen echt guten Freund verlieren. Das ist alles mega grausam. Aber im Alter wird man nicht unbedingt weiser, aber man kennt das Ganze halt eben schon und man weiß halt eben, ich habe das schon einmal geschafft, ich schaffe das nochmal. Und ich glaube, irgendwie braucht man dann auch bei allen Problemen so ein bisschen den Glauben daran, dass alles wieder gut wird. Weil, naja, man hat nur dieses Leben und man hat es sich zwar nicht ausgesucht, aber letztendlich sollte man trotzdem das Beste draus machen irgendwie und schauen, dass man das Ganze dann auch recht gut hinter sich bringt. Ich habe vor kurzem, stand ich am Bahnhof, ich war gerade unterwegs, was war gestern? Genau, war ich unterwegs zum Vorglühen und ich habe ein Graffiti gesehen, da stand, gewonnen hat der mit dem größten, nochmal, gewonnen hat der mit dem größten Grabstein. Und zuerst habe ich gedacht, das Ganze sei so ein richtig grausamer, satirischer Spruch einfach nur. Aber dann habe ich zum Nachdenken angefangen. Also was soll mir der Satz eigentlich genau sagen? Weil in der Theorie klingt es erstmal für mich so, dass der gewonnen hat, der am meisten Geld verdient hat, am meisten Macht besitzt, so. Aber dann kommt ja dieser wegen dem größten Grabstein nebenbei. Ich denke, das ist klar. Aber dann kommt eben dieser Punkt, aber du bist ja dann tot. Also was juckt dich dann dein Grabstein? Juckt dich ja nicht. Und genau da kommen wir dann zu dem Punkt, so, dass es ja eigentlich scheißegal ist, wiederum, so wie erfolgreich du bist oder wie oft du geliebt wurdest oder wie viele Menschen du stolz gemacht hast. Am Ende bleibt von dir nur noch ein Grabstein übrig. Das heißt, theoretisch muss man dann irgendwann auch mal so ein bisschen diesen einen gesunden Eigenegoismus, so einen Egoismus haben und einfach drüber nachdenken, so, was möchte ich eigentlich von meinem Leben? Und bin ich ein guter Mensch? Kann ich auf mich selbst stolz sein? Bin ich stolz auf mich? Und gerade da sollte man manchmal auch nicht zu hart mit sich selbst sein, weil es ist gemein, sich mit der großen Masse zu vergleichen. Weil gibt es von 7 Milliarden Menschen nur 100 Millionen, die noch erfolgreicher oder an sich irgendwie offensichtlich das bessere Leben haben, so vom Draufgucken her, so du weißt nicht, was deren Köpfen abgeht, dann ist das einfach ein total fieser Vergleich, weil klar scheinen die 100 Millionen Menschen total viel, so irgendwie geht's jedem Arsch besser als mir, aber das ist so ein Ding, so was heißt denn eigentlich, ab wann geht's in einem gut? Ich weiß noch, ich bin manchmal, es gab Tage, da lief es echt im Büro nicht wirklich gut. Und ich bin dann mit guten Freunden, nicht mal beste Freunde, so wirklich nur gute Freunde, was trinken gewesen. Dann hockt man so da, hat so sein Bierchen in der Hand,
schaut sich so um, guckt sich diese Menschen an und dann ist man plötzlich eigentlich ganz zufrieden. Es passt ja alles so, man hat wieder Hunger, es ist alles gut so. Und dann kriecht in einem so eine Zufriedenheit hoch und macht einen schlagartig so schnell glücklich, dass ich sage, es ist eigentlich total egal. Man kann nicht erwarten, dass sobald du den und den Beruf hast oder den und den Abschluss hast oder so und so große Abonnentenzahl, so und so viel, ich weiß nicht, so ein Auto besitzt oder das neueste Videospiel. Es ist ja egal, das Ganze kann dich ja nicht glücklich machen, sondern es bist ja immer noch du in deinem kleinen Kopf. Und da drin bist du halt ganz allein. Ja. Manchmal frage ich mich, wenn ich einen Sohn hätte, ob ich ihn irgendwie auf das Ganze vorbereiten könnte. Es kommt mir auch gerade der Gedanke, da das Ganze hier im Internet landet, vielleicht kann er sich das Ganze sogar irgendwann anhören. Ich grüße dich an der Stelle. Wie immer du auch heißen magst, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, es ist schon ziemlich verrückt, das Ganze, oder? Man hat sich's nicht ausgesucht und trotzdem sitzen wir jetzt hier und verbringen unsere Zeit im Internet oder auch mal nicht. Ist schon erstaunlich. Als ich noch sehr jung war, wollte ich einfach nur ein Held sein. Weil ich habe damals sehr viel Final Fantasy gespielt. Und gerade bei der PlayStation Portable Edition spielt man den Zack. Das ist ein, ja, doch so ein bisschen, also nicht kräftiger Mann, aber halt durch Superkräfte ein bisschen stärker gewordener Mensch. Und sein größtes Ziel ist einfach nur ein Held zu sein. Und ich fand die Idee an sich immer sehr cool. Deswegen auch in meinem 200.000 Abonnenten-Special diese Anspielung auf Zack. So, wenn du ein Held sein möchtest, dann sei es. Und deswegen reicht es sogar manchmal für mich aus, einfach nur für andere da zu sein oder stark zu sein. Selbst das macht mich teilweise schon glücklich. Naja, falls dir heute nicht sehr gut geht, hoffe ich, dass du an der Stelle jetzt vielleicht auch ein bisschen getröstet wurdest. Du machst es schon, wird alles gut. Und selbst wenn nicht, in ein paar Wochen ist dir das ganze Thema schon wieder egal. Oder bei sehr schwierigen Problemen halt dann erst in einem Jahr. Aber meine Erfahrungen haben gezeigt, dass meistens sogar immer recht schnell sich alles ändert. Und du manchmal einen Monat später gar nicht mehr weißt, was damals die Probleme waren. Deswegen nicht so ernst nehmen. Das meiste regelt sich sogar von allein. Einfach nur die richtigen Entscheidungen treffen und für sich den besten Weg wählen. Kann man ja nicht von vornherein wissen, sondern einfach nur vermuten. Und ja, das ist unsere Aufgabe hier. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich glaube, wenn es heute online geht, sogar noch ein schönes Wochenende an der Stelle. Es ist Sonntag bei uns gerade. Aber mal schauen. Dann bis dann.